erwachsen. Sehr schön, das freut mich für euch. Hey Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Ja, so ist das Video. Heute mal mit einer kleinen Sonderausgabe, weil natürlich in meiner kleinen Pause nicht viele, sonderlich viele Kommentare geschrieben haben und ich trotzdem aber irgendwie Bock habe, Ja, so ist das Videos zu drehen. Ja, also wird ein Kommentar von meiner Facebook-Seite kommen, ein paar Kommentare von meiner Webseite auch. Das gab es bis jetzt noch nie. Einmalig. Hey, hat gerade nicht ganz gemacht. Nein. Und Fragen, die ich mir ausgedacht habe. Und welche, die mir ab und zu mal im Real Life gestellt werden. Ja, genau, heute mit... Yo, ey, ich bin Jana, schwör, Digga, ey, Spaß. Ja, beginnen wir einfach mal damit, dass ich vor kurzem, also für alle, die meine Facebook-Seite noch nicht kennen, die ist in der Infobox jetzt mal kurz verlinkt. Und da habe ich früher immer nur die Videos gepostet und ab und zu mal Fotos vom Dreh. Aber seit kurzem poste ich ab und zu auch mal so Witze und irgendwas anderes, was eigentlich nichts mit YouTube zu tun hat. Ja, und da habe ich neulich einen kommentiert. Was ist der Unterschied zwischen Dortmund und einem Buch? Ein Buch hat einen Titel. Da hat ein anderer geantwortet. Wie heißt die kleinste Brauerei Deutschlands? Bayern München. 11 Flaschen. Mal ehrlich, man sollte seine Mannschaft unterstützen und nicht versuchen, über andere Witze zu machen. Mein Witz ist genauso falsch wie deiner. Ja, da muss ich jetzt mal was sagen. Also im Prinzip hast du ja irgendwie recht schon, aber... Halt, stopp. Ich kenne mich hier mit Fußball aus. Ich sag das jetzt. Also... Ist ja so, es ist klar, man unterstützt besser seine eigene Mannschaft, so wo man Fan ist und so, als dass man irgendwie andere runter macht. Aber meine persönliche Meinung, wenn man sagt, ja, das sind Flaschen, das ist ja so eine Beleidigung. Und das mit dem Buch und das ist eine Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass Dortmund, also das ist natürlich also ein Wortspiel und eine Tatsache, weil Dortmund hat in diesem Jahr keinen Titel. Und nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich bin hier biggest Bayern-Fan. Und ich hasse Dortmund. Ich mag Dortmund einfach nicht. Also wenn jetzt Dortmund zum Beispiel gegen Real Madrid spielt, dann freue ich mich, dass Dortmund gewinnt. Also wenn Dortmund gewinnt. Es gibt ja viele auch, die jetzt sowas irgendwie als wirklich Beleidigung sagen würden, das mit dem Titel und dem Buch. Also wirklich böse meinen. Aber ich meine, sowas kann man ja auch als Witz sagen einfach nur. Nicht irgendwie als böse meinen. Ja, genau. Dann machen wir jetzt weiter mit meiner Webseite. Da habe ich mir was ausgedacht, dass ich jetzt mal meine Schwester das vorlesen lasse. Irgendwie mal so ein paar Kommentare. Kannst du dir mal jetzt ein paar aussuchen? Cool. Ja. Lass auch noch ein bisschen so rumscrollen. Und du kommentierst es auch. Und ich habe dir vorher nicht gesagt, was sie sagen soll. Anonym hat geschrieben, ich finde gut, dass du weiter Videos machst. Also erstmal. Das schreibt man in dem Fall mit Doppel-S. Und weiter. Ja, ich finde das auch sehr gut, dass er weiter mit den Videos macht. Er hat ja auch schon erklärt, warum. Und bei Lob freut man sich doch immer. Der Boss schreibt coole Seite. Naja, abgesehen von ein paar Sachen. Aber die kannst du verbessern. Also erstmal, das heißt von ein paar Sachen. Und naja, schreibt man in dem Fall nur mit einem A, nicht zwei hintereinander. Also. Naja, schreibt man in gar keinem Fall mit. Achso, oh. Also, coole Seite, ja, Lob, toll. Abgesehen von ein paar Sachen, ja. Hat schon mal jemand gesagt, dass jeder perfekt ist? Nein. Wie wir sehen, ist der Boss. Nein, niemand ist perfekt, außer ich. Nobody's also perfect, except Harry Mopf. Nein, Spaß, das war ein Scherz von ihm, das ist egal. Nein, also, wir haben schon gemerkt, niemand ist perfekt. Auch The Boss ist nicht perfekt, weil wir gerade gelernt haben. Das heißt, ein paar Sachen. Nobody's perfect, except The Boss. Ein Anonym hat geschrieben, yo, Flo, deine Website ist voll krass und so, yo, Bro. Also, ich muss natürlich... ja, also, geil. Was soll ich zu dem sagen? Ja, okay, der fühlt sich cool. Ich suche jetzt mal einen Hate-Kommentar. Was macht eigentlich diese Gitarre hier?
Ich habe keine Ahnung. Security, bitte wegräumen, bitte wegräumen. Ich finde hier irgendwie keinen negativen Kommentar, das blöd. Da sind auch keine negativen Kommentare. Habe ich alle rausgelöscht. Nein, Schmarrn. Ich finde es irgendwie voll komisch. Auf YouTube kommen immer voll oft irgendwie so negative Kommentare und so. Aber auf meiner Webseite kam erst ein negativer Kommentar. Jetzt schreibst du selber einen Kommentar. Ja. Als LOL. Sicherheitscode nicht korrekt. Beitrag Pflichtfeld. Ja, also hier hat ein gewisser LOL kommentiert und er hat LOL geschrieben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also ich finde den Kommentar äußerst spannend und sehr kreativ. Ich mache das hier so als Hobby und so. So wie jetzt zum Beispiel andere Jungs irgendwie Fußball als Hobby haben. Ich auch. Oder Mädchen halt gerne singen oder singen. Oder reiten. Reiten. Ja, ist halt so wie YouTube-Videos machen mein Hobby und so. Und ja, wenn ich jetzt aber sagen müsste, was das Blödste beim Videos drehen ist, dann würde ich schon sagen, das ist das Textschreiben. Also irgendwie finde ich das immer blöd, wenn ich jetzt mal irgendwie eine Idee habe. Oh, das ist ja voll eine gute Idee. Oh mein Gott. Dann ist es nicht. Dann muss ich ja irgendwie das noch ewig umschreiben und so. Und das in wirklich eine gute Idee. Und das ist irgendwie dann immer das Blödste. Also wenn ihr gute, dann ihr da draußen, ne? Ich zeig's euch nochmal mehr. Ihr da gute Ideen habt, dann schreibt's in die Kommentare. Also schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare oder auf der Website oder auf Facebook. Haben wir eigentlich heute mit zwei Tipps hier irgendwie? Schreibt in die Kommentare. Das war's für das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen grünen Daumen nach oben oder einen roten Daumen nach unten. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare. Der Grüne ist besser. Grün ist geil. Grün ist. Schreibt mir in die Kommentare. Grün ist Werder-Grün, Hannover und so. Ihr kennt. Schreibt mal in die Kommentare, was sonst was ich für Videos machen könnte. Oder schreibt irgendwelche anderen Kommentare, einfach nur um in ein Ja, so ist das Video reinzukommen. Oder einfach nur um euch cool zu fühlen. Okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.